Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben da draußen. Ich bin gerade erst aufgestanden, dementsprechend ist halt meine Stimme ein wenig tief, aber ist egal. Vielleicht findest du ein oder andere ganz erregend. Viele warten jetzt schon darauf, dass wir die Übergabe über die Bühne bringen, sprich die 1,11 Milliarden Gold an Kai übergeben und natürlich auch die zwei Legendary Lagerseiten. Das Ganze, ich wollte das erst schon vorbereiten und bla 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 und habe mir jetzt überlegt, ach komm ey, ich mach das mit euch. Also, wir schmeißen jetzt hier zwei Lagerseiten Legendaries raus, dann könnt ihr auch sehen, was alles dabei war. Und ich glaube, der Kai wird sich freuen, er wartet schon ganz, ganz ungeduldig. Und vorweg würde ich mich gerne noch bei meinen kleinen, lieben, freundlichen Spendern bedanken. Mit 412 Millionen Gold hat ja Ruby einen wirklich einen Großteil des Pots bereitgestellt. Fast die Hälfte. Ein Riesendanke an dich. An dich? An dir? An dich? An dich. Wir bleiben bei an dich. 104 Millionen Gold hat Aetoxnan. Aetoxnan? Ich weiß nicht, wie man dich ausspricht. Entschuldigung. 100 Millionen Gold Sunblocker. 77 Millionen Gold Ponk. 24, 23, 20, 20, 20 und 15 Millionen Gold von jeweils Enrage Poison, Enrage Wooden, Geronimo, TGSN for Key 3. Oh, was ein Name. Napalm Jesus, DJ Jesus. Ein herzliches Danke an euch. Ihr habt wirklich mit einem Großteil des Pots finanziert. Und ich fühle mich ein bisschen geehrt, dass ihr mir so viel Gold anvertraut habt. Ja, mit 7, 6, 4 und 1 Million Gold möchte ich mich noch bedanken bei Kingpin, Cyclops, Syla und Team Moggle. Ich hoffe, ich habe dich richtig ausgesprochen. Wenn nicht, Entschuldigung. Insgesamt war das eine Summe von, ich glaube, 833 Millionen Gold, was ihr mir da anvertraut habt. Ich hätte damit natürlich auch durchbrennen können und mir das ein oder andere schicke Item kaufen können. Habe ich nicht gemacht. Ich muss halt ein bisschen Verantwortung übernehmen hier und gutes Beispiel und so, ne? Danke auf jeden Fall an euch. Ihr seid echt klasse. Dann möchte ich mich noch an alle Abonnenten bedanken. Es sind gut 250 Abonnenten dazugekommen durch das Gewinnspiel. Viele, viele haben auch gesagt, dass sie, okay, sie abonnieren mich einfach weiter, weil ihnen meine Videos gefallen. Und natürlich, weil auch das ein oder andere Gewinnspiel noch folgen wird. Und mich haben überraschend wenige bisher deabonniert. Also seit der Verlosung nur 4 Leute. Das ist wirklich, damit kann ich leben. Freut mich natürlich, dass so viele wirklich bleiben. Danke. Ich muss kurz meine Tränen trocknen. Das ist so herzergreifend für mich. Gut, okay, das war's. Was wollte ich noch sagen? Ein herzliches Danke will ich noch an Enrage loswerden. Ihr habt mir Legendaries zukommen lassen, ihr habt mir Gold zukommen lassen, ihr habt mir euren Support, eure Hilfe zukommen lassen und ihr seid immer bei Let's Plays dabei, wenn ich Spieler benötige, die auch alles wegwirbeln, alles wegklatschen, alles wegfriesen. Ihr seid immer dabei. Ein herzliches Danke auch an euch. Was wollte ich noch loswerden? Ich bedanke mich auch noch an Blizzard. Ihr habt mein Gewinnspiel-Thread im Forum geduldet, wobei das eigentlich nicht ganz so euren Augenmaß entspricht. Also ihr habt da wirklich sehr schön drüber hinweggeschaut. Ein herzliches Danke dafür. Ich denke, dadurch ist auch die Community ein bisschen näher zusammengerückt. Es waren kaum ein, zwei Hater vielleicht im Thread und die hat man aber ganz schnell wieder mundtot bekommen. Haben wahrscheinlich dann auch noch selber am Gewinnspiel teilgenommen. Das muss man dazu sagen. Und ja, Blizzard, ihr habt das echt geduldet und habt drüber hinweggesehen. Ein herzliches Danke auch dafür. Ja, ich glaube, wir wollen den Kai jetzt nicht länger warten lassen. Dementsprechend schmeißen wir jetzt unsere Legendaries raus. Ich habe mir das so vorgestellt, wir machen hier einen schicken Kreis um den Port. Wir fangen einfach mal an. Ihr könnt auch gleich mal ein bisschen mit gucken, was wir so den Kai schenken. Wir versuchen ja, nein, ich will die... Erst die Legendaries raus haben und dann die Set-Teile. Eine schallende Wut. Kann jeder mal brauchen. Du brauchst ein Set-Teil. So, ein Blick. Blicke sollten nicht fehlen. Jeder braucht einen Blick. Ein Durchblick. Dann noch eine Raufbolt-Armschiene. Was haben wir hier? Das ist ein Set-Teil, Set-Teil, Set-Teil. Set-Teil, ein Elfenbeinturm. Der kann dich noch irgendwann retten. Genau wie der Sturmschild. Der verbesserte. Ich muss aufpassen, dass ich mich jetzt nirgendwo hinspawne hier. Nicht, dass meine Legendaries weg sind. Beziehungsweise Kais Legendaries. Das wäre natürlich sehr, sehr unschön. Das will ich ja nicht verantworten hier. Okay, dann schauen wir mal.
Zack. Nein, das wollte ich nicht. Entschuldigung. Der soll da hin. Dann noch einmal Triumphs Verrat. Kommen wir hier zwischen? Hier kommen wir zwischen. Dann haben wir hier noch. Zack. Einmal hier zwischen. Und das sieht doch schön aus hier, was wir machen. Wollen wir kurz die nächsten? Das war die Seite noch. Ich habe übrigens vorgestern war das glaube ich noch einen schicken Mempo gedroppt, aber leider ohne Crit. Der wäre natürlich auch im Pot reingegangen, wenn er auch wenn er Crit gehabt hätte. Ist aber leider ohne Crit geworden, aber ich denke, damit lässt sich trotzdem gut leben. Er hat immer einen guten Stärkebonus. Und ja, kann man wohl doch gebrauchen oder zur Not verkaufen. Kriegt man wohl doch noch ein nettes Sümmchen für. Nicht einsammeln, du Idiot, du. Kannst doch den Guy jetzt nicht wieder die Legendaries klauen. Dann weint der und das wollen wir nicht. Verheißung, warte mal, hier oben haben wir noch eine Lücke. Nee, nee, nee. Da, Antlitz noch rausgepfeffert. Die Katze. Den behalten wir, Sturmkrieger kann noch mit. Hier haben wir noch einen Andariel. Noch eine schöne Klinge. Und da kommt dann auch schon unser Mempo, den ich gedroppt habe. Mit 208 Stärke, RS 9 Angriffsgeschwindigkeit, 12% Leben. Ist ein ganz nettes Ding, muss ich sagen. Also ich denke, damit kann er durchaus was anfangen. Was haben wir hier noch? Zeitlose Macht. Dann holen wir uns noch die restlichen raus hier. So, im inneren Kreis wollte ich gerne die Set-Teile machen. Schade, dass die Set-Teile keinen Grünstrahl werfen. Das wäre doch mal wirklich eine nette... Ja, ein netter Effekt. Würde das Ganze optisch auch noch ein bisschen aufwerten. Sorry, Leute, wenn sich das ein bisschen in die Länge zieht, aber wir wollen es ja richtig machen. Soll ja auch was Schönes werden, ne? Wo haben wir noch ein Set-Teil hier? Ewige Herrschaft. Die kann man natürlich immer gebrauchen. Egal. Nee, ist nur für... Nee, kann jede Klasse... Nein, kann das hier... Die Herrschaft kann jede Klasse tragen? Habe ich noch nie darauf geachtet, aber... Gut, natürlich ein bisschen schwachsinnig. Okay, bis zum 3er-Set-Bonus kann man das natürlich machen. Und danach wäre es halt ein bisschen schwachsinnig, weil der Barbar-Bonus natürlich nur für einen Barbaren gilt. Jetzt habe ich wieder irgendeinen Scheiß aufgesammelt, ne? Ach, verdammt. Ja, komm. Jetzt gehen wir nochmal kurz nach außen. Ich will dazwischen. Komm, lass mich. Lass mich dahin. Danke. Ein Tasker und Theo. Ja, geht so, ne? Besser als nix. Ich muss mal gucken, ob man auch irgendwie mit Tastatur laufen kann. Sonst klicke ich hier immer zwischen. Aber ne. So, ja, das ist auch eine Idee. Zack, 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 zack. Haben wir noch irgendwo ein Set-Teil? Da ist noch eins. Holen wir nochmal den ganzen anderen Rest aus der Truhe. So, das waren dann die zwei Lagerseiten. Mal kurz ein Lakuni. Always ist drauf. Always ist nie verkehrt. Dann haben wir eine schallende Wut mit 25, also 0,25 Angriffsgeschwindigkeit und doch eine guten DPS-Anzahl. Das ist natürlich nicht schlecht. Das ist sicherlich auch noch einiges im HH wert. Wenn man es denn nicht braucht. Und kling. Und nein, das ist ein Set-Teil. Set-Teil kommen in die Mitte. Und noch irgendwas hier. Ja, der Rest ist alles Set-Teil-mäßig drinne. Zack. Nicht aufnehmen. Klau dem Kai nicht das nette Zeug hier. Das kannst du nicht bringen. Nein, Kai, der Drucker ist nicht kaputt. Ich bereite alles vor für dich. Ja, warum Drucker kaputt? Weil ich musste gerade nur meine Patrone auswechseln, weil ich mir die Schwendenliste schnell ausgedruckt habe. Weil ich so extrem schreibfaul bin. Oh, jetzt. Ach, egal. Ja, weil ich so extrem schreibfaul bin. Und da meine Druckerpatrone keinen Magenta-Ton mehr hatte, was mir natürlich für ein schwarz-weiß, beziehungsweise für eine schwarze Schrift braucht, konnte er natürlich nicht drucken. Klingt komisch, ist aber so. Ja, das waren dann alles Set-Teile. Hm, ja, was Nettes zusammengekommen, ne? Ich hoffe, ich fliege jetzt nicht aus dem Spiel raus. Dann laden wir einmal schnell den Kai ein. Ach, der spawnt ja eh hier drinnen, ne?
So, mal gucken, ob er genug Platz hat, der Gute. Doch die Diener der Hölle werden stärker. Ja, dann geben wir ihnen als erstes das Gold. Herzlichen Glückwunsch nochmal, Kai. Ich hätte vielleicht auch in Skype, TS oder sonst wo ziehen können, aber ist egal jetzt. Wir machen das jetzt so nonverbal. Dann handeln wir ihn einmal an. Und 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. So, das müssten jetzt 1, 2, 3, 1, 2, 3, 111 Millionen und 1 Milliarde. Genau. Mein Goldsack, ihr wisst, ist dann ein ganzes Stück leichter. Der Kai ist jetzt ein ganzes Stück reicher. Und dementsprechend hat er jetzt auch noch, keine Ahnung, 2 Lagerseiten voller Items, Set-Teile, Legendaries, alles, was das Herz begehrt. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Und ja, mit dem Gold, wie ich schon gesagt habe, nicht alles verkoksen, verhuren, vernutten. Mach was Ordentliches draus, mein Junge. Mal gucken, ob du es gebrauchen kannst überhaupt. Nicht, dass du hier schon mit 500.000 DPS rumläufst. Schauen wir mal ganz kurz. Kontakt. Nein, ich will mal dein Profil ansehen. 184k ist natürlich ganz okay, lässt sich aber noch durchaus einiges rausholen. Wie jetzt zum Beispiel mit einer schicken Hose oder einer anderen Rüstung. Vielleicht mit einem... Wobei, brauchst ja niemanden. Stammesbildung war ja dabei. Mempo hast du jetzt auch dabei. Der bringt dir auch noch mal ein bisschen was. Da kannst du noch dran arbeiten. Hol dir ein Eisen. Ja, Eisen. Eisen des unsterblichen Königs würde ich dir empfehlen. So wie ich ihn trage. Lakuni kannst du lassen. Sieht ganz ansprechend aus. Beim Amulett kannst du auch erstmal lassen. Deine Ringe kannst du auf jeden Fall überarbeiten. Mensch, Junge, was machst du da für eine Kacke? Nein, da kannst du auf jeden Fall, also den Ring kannst du so fast lassen, aber der rechte Ring, bitte, ich bitte dich. Nein, das musst du unbedingt ändern. Da kann man auch einiges bei rausholen. Und deine komischen Waldtreterschuhe hier zu Niemals Spur, da kannst du natürlich auch ein bisschen durch Eiskletterer ersetzen. Die kriegst du auch schon für 1-200 Mille. Du kannst es jetzt leisten, mein Junge. Ja, ich bedanke mich nochmal bei allen. Der Kai sammelt jetzt erstmal fleißig ein. Sieht sehr witzig aus, wie er da rumhackt. Ja, ich bedanke mich nochmal bei allen Zuschauern vor allem, bei allen Abonnenten, bei allen Kommentatoren. Gebt mir ruhig euer Feedback. Ich freue mich darüber. Kai nicht wieder wegschmeißen. Achso, du warst voll, Entschuldigung. Ich freue mich darüber wirklich. Mir macht es wirklich mittlerweile richtig viel Spaß mit euch. Und ich sag mal, bis zum nächsten Gewinnspiel. Bleibt abonniert. Schaut regelmäßig rein. Ihr müsst nicht jedes Video angucken. Es geht einfach nur darum, seid up to date. Ich werde in Zukunft auch die Pre-Server von Diablo mit ins Programm aufnehmen. Sprich, wenn die wieder online sind für kommende Patches, schon freigegeben, dann werde ich das natürlich wieder ausgiebig testen und für euch schon vorab dann auf meinem Channel präsentieren. Kai muss erstmal aufräumen. Ich wünsche euch was. Ciao.